Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute mal mit dem lustigen Thema Regen. Es gibt so zwei Dinge, die man für die praktische Anwendung, also quasi für das im Wald sich befinden, zu Regen im Wald wissen könnte, die vielleicht ein bisschen hilfreich sind. Erstens, natürlich ist es so, je dichter der Wald ist, je mehr Blätter man über sich drüber hat, desto später wird man nass und auch desto weniger wird man nass. Natürlich ist es auch so, dass wenn die Blätter erstmal nass sind, es dann von den Blättern runtertropft und es quasi noch nachregnet, nachdem es schon aufgehört hat zu regnen. Aber ja, dann hat man halt eben Pech gehabt. Aber interessant ist es halt eben, wenn man zum Beispiel weiß, den Wetterbericht gehört hat und weiß, es soll im Laufe der Nacht, sagen wir, 1,5 mm Niederschlag geben. Jetzt eine komplette Nacht. Und man geht abends in den Wald und baut sich geschwind sein Lager auf in 20 Minütchen oder was und haut sich hin und will da wirklich einfach nur schlafen und am nächsten Morgen wieder abhauen. Und hat jetzt keine Lust, jetzt großartig eine Plane aufzuspannen oder sonst wie und weiß dann halber aus dem Wetterbericht, es gibt nur 1,5 mm Niederschlag. Warum ist das jetzt wichtig mit den 1,5 mm? Der durchschnittliche Wert an Regen, den es braucht, dass es überhaupt durch Blätterdach durchtropft, ist 2 mm. Es muss also auf einen trockenen Wald erst 2 mm innerhalb von 24 Stunden geregnet haben, dass überhaupt damit zu rechnen ist, dass der Waldboden nass zu werden beginnt. Der Wert quasi, der verhindert, dass das Wasser bis zum Waldboden ankommt, nennt sich Interzeption. Das ist dann quasi die Verdunstung des Wassers, das an den Blättern hängen bleibt. Und sobald es am Blatt hängt, beginnt auch schon die Verdunstung, zwar sehr, 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 sehr langsam. Aber wenn es noch langsamer regnet, als die Verdunstung von der Blattoberfläche vonstatten geht, dann ist die Verdunstung schneller als der Regen, der nachkommt. Und man hat da oben quasi eine Wolke im Blätterdach hängen, aber man wird am Boden nicht nass. Also das war so der Praxistipp quasi. Dank der Interzeption können wir, wenn wir wissen, es wird heute Nacht nicht mehr als 2 mm regnen, davon ausgehen, dass wir am Waldboden kaum bis ganz wenig nass werden. Und wenn wir uns dann zusätzlich noch eben einen Wald für unser Lager aussuchen, der ein dichtes Laubdach oben drüber hat, dann werden wir wirklich wahrscheinlich nicht nass, sofern der Wetterbericht recht hat, natürlich. Selbstverständlich gilt das dann halt nicht mehr, wenn es schon seit Tagen geregnet hat und der Wald schon komplett nass ist und man dann in den Wetterbericht reinguckt und liest, oh, heute Nacht soll es nur 1,9 mm regnen, dann werde ich ja im Wald nicht nass. Ist natürlich dann Käse, weil da sind die Blätter ja schon nass und der Wasserfilm ist schon da und ein neuer Tropfen, der aufs Blatt fällt, kann dann den Wasserfilm quasi im Wasserfilm vorwärts gleiten und wieder aufs nächste Blatt und da flutscht er dann auch runter und kommt dann natürlich bis zum Waldboden und auf uns, der wir da liegen, an. Also so ist es dann auch wieder nicht. Das ist also nur eine Info für, es ist trocken und ein bisschen was soll es vielleicht noch regnen heute Nacht. Und das war's von der Nützlichkeit mit dieser Information her. Aber vielleicht könnt ihr ja was damit anfangen. Ich habe mir neulich mal darüber Gedanken gemacht, dass es angefangen hat zu regnen und ich tatsächlich nicht nass geworden bin und mich gefreut habe und festgestellt, ach ja, stimmt, da war was. Und habe gedacht, das erzähle ich euch jetzt mal. Jo, das war so viel dazu und dann wünsche ich euch einen schönen Abend und nächste Woche gibt es dann auch wieder ein bisschen aufwendigere Videos und irgendwie kreativere Videos. Ich habe diese Woche ein bisschen einen Durchhänger, aber nächste Woche wieder. Macht's gut.